Hallo Jan. Hallo Nico. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Jan Wüstenfeld ist Bitcoin-Analyst, On-Chain-Analyst. Und da sind wir eigentlich schon direkt in der Frage, ja. Was macht eigentlich ein Bitcoin-Analyst, ein On-Chain-Analyst? Wie sieht dein Tagesablauf aus? Ja, also ganz generell so ein On-Chain-Analyst oder Bitcoin-Analyst schaut sich einfach grundlegend die Marktentwicklung an von Bitcoin, wie sich das entwickelt, fundamental, preismäßig, und natürlich einfach auch, wie so der Bitcoin-Markt zusammenhängt mit anderen Faktoren, sei es Finanzmärkte, Inflation, Zentralbanken etc. Jetzt muss man dich natürlich fragen, wie kommt man auf die Idee? Also, wie bist du dort gelandet? Ja, also, Bitcoin zu analysieren. Ja, also vielleicht mal zu meinem Background. Ich bin Ökonom. Als Ökonom beschäftigt man sich ja sowieso sehr viel mit Märkten und Wirtschaft und mache da gerade auch meinen Doktor in dem Bereich. Bin irgendwann 2017 zu Bitcoin gekommen und irgendwann vorletztes Jahr jetzt schon im Dezember, ja, habe ich so viele Ideen zum Thema Bitcoin gehabt, dass ich einfach mal angefangen habe, da mal ein paar Sachen zusammenzuschreiben und bin dann so in die Bitcoin-Analyse reingerutscht und ja, finde das ganz spannend, da Zusammenhänge auseinander zu dividieren und sich einfach den Markt anzuschauen. Es ist extrem spannend und du hast auch, glaube ich, relativ großen Erfolg. Deine Twitter-Followerschaft ist ja richtig in die Höhe geschossen. In der Tat, also mittlerweile. Und da freue ich mich auch sehr, dass das irgendwie gut ankommt und anscheinend viele Leute das, was ich mache, ganz gut finden. Machst du das eigentlich lieber auf Deutsch oder auf Englisch? Also auf Twitter bin ich ja vor allem auf Englisch unterwegs. Ich habe da eigentlich keine Präferenz, egal, also sowohl Deutsch oder Englisch. Ja. Deutsch ist ein gutes Stichwort, ja. Ich muss erst üben. Ich vergesse immer, dass wir ja in deutschsprachigen Bitcoin-Podcasts immer die Blockzeit nennen müssen. Deswegen mache ich das nicht am Anfang, sondern irgendwann mittendrin. Wir sitzen jetzt hier zusammen bei der Blockzeit 723089. Und es ist jetzt quasi Mitte Februar und du hast vorher schon gesagt, du siehst ja an, was macht der Preis, was machen die Notenbanken und so weiter. Kannst du mir eine kurze Zusammenfassung geben, was der Bitcoin-Preis derzeit so macht? Also wir haben ja seit einfach Dezember oder Ende November eine Korrektur nochmal gesehen, die sicherlich sehr stark halt mit den Unsicherheiten generell auf den Finanzmärkten zusammenhängt. Also wir sehen das jetzt ja gerade so über die Länder hinweg in der Welt, dass die Inflationsraten stark ansteigen und damit jetzt auch die Federal Reserve Bank gerade in den USA tendenziell die Geldpolitik zumindest versuchen möchte, zurückzufahren. Damit haben wir halt auch gesehen, dass die Finanzmärkte in Teilen korrigieren oder auch einfach volatiler werden. Und genau das sehen wir jetzt auch im Bitcoin-Preis, einfach, dass der einmal teilweise unter Druck kommt, aber auch natürlich dann die Schwankungen teilweise sehr stark sind, je nachdem, wo gerade wieder neue Finanzzahlen, Daten publiziert werden, kommuniziert werden. Genau. Und In den Medien. aktuell sehen wir halt, dass der Preis von Bitcoin dann so zwischen 30.000, 40.000 schwankt, in letzter Zeit auch mal wieder darüber gewesen ist. Genau, aber bisher noch keinen wieder signifikanten Ausbruch nach oben, würde ich sagen, den wir sehen. Wenn du sagst, der schwankt zwischen 30 und 40.000, redest du immer von Dollar. Von Dollar, genau. Ja, sollte man vielleicht dazu Von Dollar, sagen, okay. Das ist genau, wichtig, dass also wir das ja, es ist noch ist er die Weltreservewährung und wir einigen uns jetzt mal auf Dollar, auch wenn die meisten genau. Hörerinnen und Hörer natürlich in Euro rechnen. Also was haben wir gesehen? Wir sind von über oder von fast 70.000 eigentlich, 70.000 Dollar runtergegangen auf unter 35 und jetzt in den letzten Wochen wieder ein bisschen
ein bisschen angestiegen. Du hast gesagt, noch ist es nicht signifikant. Anders gefragt, ist das neu für Bitcoin, dass es handelt wie ein sogenanntes Risiko-Asset, dass es im Grunde eigentlich reagiert wie die Aktienmärkte oder wie eine Tech-Aktie? Also ich würde sagen schon, wir sehen das ja, dass seit 2020, zumindest ist ja so die Story, verstärkt auch institutionelle Investoren, größere Investoren in Bitcoin und in den Crypto-Space so einsteigen. Und da kann man beobachten, dass halt seit 2020 die Korrelation zumindest zu Aktien tendenziell gestiegen ist, also dass wir eher eine positive Korrelation sehen, was man davor nicht unbedingt gesehen hat. Also da hat die Korrelation eher geschwankt, wo man dann sagen würde, das war jetzt nicht wirklich korreliert. Und die Tendenz sieht man halt jetzt gerade doch verstärkt, dass es halt auch als Hochrisiko-Asset vielleicht ein bisschen tradet. Was aber eigentlich logisch ist irgendwo in einer Phase der Adoption des Ganzen, nicht? Wenn immer mehr Leute in den Markt hineinkommen, dann hält sich dann eher auch wie ein traditionelles Finanzasset in dieser Phase. Absolut. Also ich denke gerade auch die neu jetzt eingestiegen sind, sehen ja vielleicht das noch nicht so wie jetzt so die Hardcore-Bitcoiner als, ich sage mal, Safe Haven Asset oder digitales Gold, sondern vielleicht einfach als ein ja interessantes Asset, in dem man spekulieren kann. Genau, das muss man dann auch einfach mal in der kurzen Frist realistisch sehen. Dass vielleicht viele Investoren das einfach erstmal so sehen als ein interessantes Asset, wo man tendenziell ja hohe prozentuale Gewinne oder sowas einfahren kann, kurzfristig. Wann bist du nochmal über Bitcoin gestolpert? Also richtig eingestiegen war es dann so Juni, Juli 2017. Also kurz Okay, vor also dem klassisch, großen Boom. weil du vorher erwähnt hast, du schreibst auch, also du schreibst tatsächlich deine Doktorarbeit an der Uni in VWL über Bitcoin oder in Zusammenhang mit Bitcoin. Also ursprünglich nicht, genau. Also mein Hauptthema ist eigentlich eher so in Richtung, wie sich Globalisierung auf Industrialisierung in Entwicklungsländern auswirkt, oder auf den Strukturwandel. Aber mittlerweile habe ich auch ein, zwei Projekte, wo ich mich mit dem Thema Bitcoin auch in meiner Doktorarbeit beschäftige, noch zusätzlich neben dem anderen Thema. Musste rein Genau. noch, ne? Weil sonst. Genau, gab es irgendwann war. Muss für mich. War der Punkt erreicht, wo du einfach das irgendwie nutzen musst. Wir kennen das, ja. Da muss man auch die Synergie nutzen, wenn man sich damit nicht schon so viel beschäftigt. Wie reagieren denn da die Professoren und die Kommilitonen, wenn du ihnen dann mit Bitcoin kommst? Also mein Professor ist da zum Glück sehr entspannt, also für ihn war das jetzt in Ordnung, dass ich da was mache. Er persönlich, ist das jetzt nicht so sein Forschungsbereich. Aber genau, ich bin da relativ gut aufgehoben und kann da zum Glück auch was zu machen. Mache das auch mit einem anderen Doktoranden zusammen, den ich dann auch mittlerweile zum Bitcoiner gemacht habe dadurch. Ja, aber Aber gibt es da nicht ansonsten, Kollegen? genau, also ansonsten, wie das so auch in der realen Welt mit anderen Menschen ist, ist da natürlich immer noch auch die Skepsis gegenüber Bitcoin da und dem ganzen Thema. Weil für viele da nicht greifbar. Und das ist wie bei allen anderen auch genauso im akademischen Bereich, dass da eher die Skepsis noch groß ist. Und Skepsis ist ja nichts Schlechtes, aber was ist so für dich eigentlich der Kern, was du an Bitcoin so interessant fandest? Also wie bist du, kannst du ein bisschen deinen Weg beschreiben? 2017 hast du angefangen und dann hast du, so wie wir alle, die ein oder andere Altcoin mal gekauft und herumgetradet, nehme ich mal an, aber ich möchte nicht vorweggreifen. Ja, ich würde sagen, ich bin so den typischen Weg gegangen, wie du schon gesagt hast. Erst ein bisschen in Bitcoin eingestiegen und gerade 2017 zu der Zeit ging es ja so richtig los, wo ich eingestiegen bin mit den ganzen ICOs. Da habe ich dann natürlich auch mitgezockt, habe dann aber für mich gemerkt, okay, ich schaffe dann den Absprung nicht. Also habe ich da im Endeffekt, wäre ich eigentlich besser gefahren, nur in Bitcoin zu bleiben.
Ja, und was mich persönlich einfach fasziniert am Bitcoin, ist diese Vielschichtigkeit. Also klar, einmal aus meinem Background, dass es digitale Gold oder limitiertes Geld ist, was das potenziell ja einfach mit der Gesellschaft und mit den Menschen machen könnte oder macht. Ja, und es ist einfach ein super spannendes Thema, was so vielschichtig ist, was Geld umfasst, wie gesagt, soziale Komponenten, gesellschaftliche Komponenten. Ja, einfach sehr spannendes Thema. Und wie bist du dann auf die sogenannte On-Chain-Analyse gekommen? Beziehungsweise kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was das eigentlich ist? Also im Unterschied zu klassischen Finanzmärkten? Also grundsätzlich habe ich ja erstmal so mit der Analyse von Halving-Cycles angefangen. Also Preis, wie sich das im Verhältnis zu den Zyklen von Bitcoin verhält. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie genau ich da reingerutscht bin. Irgendwann habe ich halt die Daten für mich entdeckt, gesehen, dass die gibt und habe da mal langsam mit angefangen. Und ja, so bin ich da irgendwie reingerutscht in die Analyse der Daten. Das heißt, bei Halving Cycles, um das so kurz zu erklären, sind also die in ungefähr 4-jährigen Abständen wird die Bitcoin-Neuzufuhr halbiert. Das führt dazu, dass Bitcoin de facto knapper wird und hat auch Auswirkungen auf den Preis. Wobei, und das ist eigentlich einer der zwei Kernfragen unseres heutigen Gesprächs, diese Auswirkungen dieses Cycles, da wird ja jetzt viel diskutiert darüber, verlängert sich das, verkürzt sich das? Im Sommer 2017 großer Hype und dann im Winter 2017 zu Jahreswechsel großer Run-up, dann Bust und dann kam der sogenannte Kryptowinter, alles ist abgestürzt und diesmal was anders. Also diesmal hatten wir zwar viele erwartet, dass es auch bis Jahresende so einen Hype gibt, aber stattdessen sehen wir eher, wie soll ich sagen, ja fast langsames Wachstum. Verlängert sich da was? Also hat sich der Bitcoin-Markt verändert? Genau, also wenn man sich so ein bisschen die Halving-Zyklen anguckt, die wir vorher hatten, dann muss man natürlich vorher sagen, das sind jetzt nicht viele Datenpunkte, die wir da haben. Aber tendenziell sieht man, dass es einfach länger dauert, oder zumindest länger gedauert hat, historisch gesehen, in den letzten 2 Zyklen, bis wir ein neues All-Time-High, einen neuen Höchstpunkt für den Bitcoin-Preis erreicht haben. Und wie du gesagt hast, viele haben jetzt im Dezember das nächste All-Time-High erwartet oder den nächsten großen Preissprung, der dann natürlich enttäuschenderweise nicht eingetreten ist. Und das Phänomen halt, dass sich diese Zyklen oder die Bullenmärkte vielleicht verlängern, ist halt eine Erklärungsmöglichkeit, warum wir das jetzt im Dezember noch nicht gesehen haben, und warum das potenziell dann erst vielleicht auch in diesem Jahr, erst Mitte dieses Jahres passieren könnte. Warum Mitte dieses Jahr? Also, was wir gesehen haben, sind quasi zwei Tops, ne? Also im April und dann im November noch. Es könnte ja auch sein, dass der Bullenmarkt schon vorbei ist, dass wir schon in einem Bärenmarkt sind. Und ganz kurz, Bullenmarkt heißt, es geht rauf, Bärenmarkt heißt, es geht runter. Also natürlich möchte ich das jetzt nicht ausschließen, dass der Bullmarkt schon vorbei ist. Aber so aus meiner Sicht, einfach wenn man sich zumindest die Daten anschaut, die Fundamentaldaten, wie sie sich entwickeln, sehe ich das im Moment noch so, ja, dass da noch Potenzial ist, dass wir in diesem Zyklus tatsächlich nochmal ein höheres All-Time-High erreichen werden als das, was wir jetzt im November hatten. Genau, und da ist halt eine Begründung einfach, dass wir noch nicht so einen, sage ich mal, so einen super steilen Anstieg hatten wie jetzt 2017. Da sieht man ja wirklich, dass das All-Time-High oder der Höchstpunkt einfach raussticht. Und jetzt im Ja. letzten Jahr waren das ja eher so, hat man ja so zwei Hügel quasi, Double Tops, die man sieht, die jetzt aber nicht wirklich herausstechen. Wäre zumindest sehr untypisch für Bitcoin, wenn wir das jetzt nicht nochmal sehen würden, so ein Preisanstieg, der raussticht im Zyklus. Das heißt,
Deiner Meinung nach sind wir noch im Bullenmarkt. Genau, also ich sehe es aktuell noch so, manche sprechen vielleicht über einen Mini-Bärmarkt, Bärenmarkt, den wir jetzt gerade haben, und dann geht es halt in den nächsten Monaten, wenn die Bedingungen natürlich so stimmen und nicht plötzlich die Zentralbank irgendwie auf die Bremse, richtig hart auf die Bremse tritt, sehe ich einfach noch die Möglichkeit, dass wir ja noch weiter in dem Bullenmarkt sind. Und also ich würde das Glaubst du, dass wir halt. den Boden... Ja. Bitte. Genau da kommt dann aus meiner Sicht einfach die On-Chain-Analyse ins Spiel, wo man einfach jetzt gerade sieht, dass gerade die langfristig halten, akkumulieren weiterhin. Und wir haben wieder illiquides Supply, also Entitäten, die quasi keine Historie haben, Bitcoin viel zu verkaufen, die wieder bei fast 80% liegt. Genau, das heißt, wir sehen jetzt gerade nicht große Abverkäufe von Bitcoin in diesen Bereichen. Und genau. Jetzt müssen wir kurz ausholen. Das heißt, durch die Blockchain können wir auf dem Bitcoin, bei Bitcoin das Verhalten quasi unterschiedlicher Entitäten beobachten und quasi von deren früheren Verhalten darauf schließen, das sind ältere Investoren, jüngere Investoren etc. Und derzeit sind wir in einer Phase, in der die langfristigen Investoren verkaufen oder nachkaufen. Die langfristigen Investoren sind gerade die, die tendenziell nachkaufen. Also wir haben das gesehen beim ersten All-Time-High letztes Jahr. Da haben die tendenziell eher verkauft. Und was man jetzt gesehen hat im November, gab es halt diese Verkäufe nicht, sondern im Gegenteil, der prozentuale Anteil von Bitcoin, die quasi von Investoren gehalten werden, die langfristig drin sind, ist einfach tendenziell wieder ansteigend. Und genau. Kann man die Institutionen auch beobachten auf der Blockchain in der On-Chain-Analyse? Kann man da sagen, ja, wer ist oder in welcher Größe die da unterwegs sind? Also jetzt die konkreten Institutionen ist natürlich schwierig. Da wir ja nicht irgendwie die Wallets gelabelt haben, von wegen, die gehören jetzt irgendwie Michael Saylor oder jetzt als Beispiel Tesla, die ja auch Bitcoin halten. Das können wir natürlich nicht sehen. Was man aber an sich anschauen kann oder sehen kann, ist zum Beispiel, ob jetzt Entitäten, die mehr als 1000 Bitcoin halten, ansteigen, ja oder nein, oder ob jetzt Kleinanleger akkumulieren, Bitcoin kaufen, das kann man schon sehen. Und könnte man einen Zustrom größerer institutioneller Käufe, würde man das generell erkennen können, als Trend, oder ist das auch nicht möglich, das so im Detail rauszuziehen? Also die Tendenz könnte man dann schon sehen, wie gesagt, in diesen Entitäten, wenn jetzt einfach die mehr Entitäten auftauchen, die viel Bitcoin halten, ist das ja zumindest ein Hinweis darauf, dass die viel Kapital haben, gerade Bitcoin kaufen. Das könnte man dann schon sehen. Allerdings muss man da auch mal ein bisschen vorsichtig sein, weil manche der großen Identitäten sind natürlich dann auch einfach Börsen und genau, da muss man immer einfach das im Hinterkopf haben, wenn man sich sowas anschaut, weil wenn jetzt eine Adresse mit über 100.000 Bitcoin stark ansteigt, kann das halt auch einfach sein, dass das irgendwie Binance oder Coinbase ist, wo einfach Leute Bitcoin zu deren Börsen schicken und dann steigen natürlich die Bitcoin auf dieser Wallet an, aber das ist ja dann kein institutioneller, sondern da ist einfach eine Börse hinter. Ja. Und oft ist es sogar beides, nicht? Weil gerade Coinbase hat ja ein großes Custody-Geschäft. Das heißt, oft weiß man ja nicht, für wen die Bitcoin kaufen und halten. Genau, das kommt auch noch dazu. Das heißt, man kann immer nur aus den Daten eine Idee bekommen, aber wir können uns halt nie hundertprozentig sicher sein,
Ist das jetzt tatsächlich eine große Institution, die da kauft oder was passiert da? Aber wenn man das jetzt auf der aggregierten Ebene sich anschaut, kann man dann schon eine Idee kriegen oder einen Trend erkennen. Und man sollte es halt nur nicht aber sich quasi an einzelnen Wallets, einzelnen Entitäten irgendwie abhängig machen, sondern dann eher sich die Trends anschauen, was passiert da. Gilt das auch für die sogenannte Vermögenskonzentration von Bitcoin? Da gibt es immer wieder diese Horror-Nachrichten, dass irgendwie zwei Wallets haben 99% aller Bitcoin. Ist das eigentlich alles kompletter Unsinn oder woher kommt das? Das war jetzt natürlich übertrieben auch. Es sind nicht Genau. zwei Wallets. Da Ja. muss man, da spielt dann halt wieder das auch mit den Börsen rein, wo vielleicht gerade von denen, die diese Artikel schreiben, der Fehler gemacht wird. Mit die größten Wallets sind natürlich einmal von Satoshi Nakamoto, aber dann folgen halt auch schon einige von den Börsen, die Bitcoin-Wallets und wenn man die natürlich in die Vermögensverteilungskonzentration mit einrechnet, kommt man natürlich bei einer sehr schlechten oder ungleich verteilten Bitcoin-Verteilung im Netzwerk raus. Aber die muss man natürlich fairerweise dann eigentlich rausrechnen, weil dahinter können dann Tausende von Anlegern stecken, die auf Coinbase ihre Bitcoin liegen haben. Genau. Also ich will jetzt nicht sagen, es gibt keine Ungleichverteilung im Netzwerk, aber solange man halt die Wallets von den Börsen mit da drin hat in der Berechnung, kommt man natürlich zu ganz sehr starken Ungleichverteilungen, die aber faktisch nicht so vorliegen. Das ist dieselbe Story wie BlackRock kauft die ganze Welt, weil wenn ich einen ETF für BlackRock kaufe, dann sieht es für manche Medien auch so aus, als würde dann BlackRock die Aktien und die Immobilien alles besitzen, nicht? Genau, wenn man sich das anguckt, würde man sagen, genau, BlackRock besitzt irgendwelche Pharmakonzerne etc. Aber faktisch ist es ja nicht so, weil es alles eher andere Investoren sind, die dahinter stecken. Ja. Genau. Wie ist denn das mit der Vermögens, unter Anführungszeichen Vermögenskonstellation bei Bitcoin? Geht der Trend in Richtung mehr, so wie im Fiat-System, im klassischen Geldsystem, geht ja der Trend Richtung mehr an der Spitze? Ist es bei Bitcoin tatsächlich andersrum? Also wird es eher verteilt? Kann man das sehen? Also ich tendenziell würde ich sagen, der Trend geht schon dazu, dass auch die Großen also weiter verteilen ihre Bitcoin, also auch jetzt bei höheren Preisen natürlich auch wieder aussteigen. Ich bin mir aber nicht sicher, wie sich das natürlich jetzt entwickeln wird, wenn tatsächlich die großen Institutionellen jetzt verstärkt einsteigen. Wir haben ja schon gesagt, eigentlich, dass die letztes Jahr haben wir alle erwartet, dass die richtig stark einsteigen. Aber falls das jetzt dann doch mal passieren sollte, bin ich mir nicht sicher, wie sich dann tatsächlich die Verteilung verändert, weil die haben ja dann richtig Kapital und können dann ja auch tatsächlich mal eben ein paar tausend Bitcoin irgendwo kaufen. Wenn das jetzt irgend so ein großes Unternehmen, sagen wir mal jetzt Apple oder so wäre, ja. Wobei man dann natürlich wieder sagen Klar, muss, also dann muss man natürlich wieder sagen, Apple gehört Hunderttausenden oder Millionen von Leuten, wenn man jetzt die Aktien, die Leute, die Aktien besitzen, dann genau, ist zwar die Konzentration höher bei Apple selbst zum Beispiel, aber am Ende besitzen es ja doch wieder viele Leute. glaube, der Investor Bill Miller hat jetzt mal wieder vor kurzem gesagt, ja, die Institutionen kommen jetzt, aber das ist schon, muss man sagen, eine Story, die seit Jahren immer wieder gedroschen wird und jetzt im Großen und Ganzen noch nicht stattgefunden hat, wobei das auch nicht fair ist, weil wir haben eben Michael Saylor und Tesla, Fidelity und andere große, die ja schon involviert sind. Hast du eine Theorie dazu, warum das so lange dauert? Ist das juristisch, ist das technisch? Kann man das gar nicht sagen? Also ich meine Vermutung ist klar, auf der einen Seite sind viele noch vielleicht auch skeptisch. Aber selbst die, die jetzt irgendwie einfach rein wollen oder sich schon damit beschäftigen, da hat das dann vielleicht auch viel mit
einfach juristischen Aspekten zu tun. Ich stelle mir das jetzt, wir stellen uns das ja immer sehr einfach vor. Bei uns ist das so, wir schicken das irgendwo unser Geld auf die Börse und sagen, wir kaufen jetzt Bitcoin. Aber so ein institutioneller oder jetzt mal ein Aktienunternehmen, die müssen natürlich erstmal abklären, wie sieht das juristisch aus, wie muss ich sowas dann bewerten, wenn das im Preis steigt, so ein Asset oder wenn das fällt. Und natürlich dann noch ganz wichtig auch, wie sichere ich das ab, wo liege ich, da lege ich das hin. Ist ja irgendwie anders, als wenn man jetzt Aktien hat, die irgendwo im Bankensystem liegen. Wenn die jetzt einfach so Bitcoin kaufen, eine Wallet haben und die Keys verlieren, dann sind halt die Bitcoin weg. Und im Bankensystem, wenn da Aktien oder was auch immer gekauft werden, ist das natürlich nicht so der Fall. Deshalb denke ich, das spielt eine große Rolle, Das einfach heißt, es ist, Vorbereitung. aber es ist auch interessant, dass von Bitcoin von Anfang an ein Phänomen war, wo Retail, wo der kleine Mann, die kleine Frau zuerst rein kann und dann erst die ganz Großen. Wird auch oft nicht so positiv gesehen, aber ich habe ja ein Hobby auf Twitter, eine eigene Liste von Leuten, die wirklich also Bitcoin hassen und extrem dagegen sind. Ich mache das, um mich quasi auch zu checken, dass ich jetzt nicht irgendwie mich da komplett abdrifte. Gibt es Argumente deiner Meinung nach, wo du sagst, das ist ein Argument gegen Bitcoin, da könnte Bitcoin noch unter Anführungszeichen scheitern, oder bist du da hundertprozentig überzeugt, dass das einfach weiterfährt wie eine Lokomotive? Also scheitern langfristig glaube ich persönlich nicht dran, oder da sehe ich wenige Faktoren, die das jetzt noch irgendwie aufhalten können. Da glaube ich, also ist der Zug mittlerweile abgefahren, einfach, dass man das jetzt noch irgendwie stoppen kann, wo einfach jetzt, ja, wir haben schon ein Land wie El Salvador, das jetzt Bitcoin als Legal Tender hat. Das ist, kann man sagen, das ist noch ein kleines Land. Aber es sieht ja schon so aus, als ob wir vielleicht noch ein weiteres, dieses Jahr ein weiteres Land haben könnten, das das Lied zu Legal Tender macht. Andere Länder nutzen das vielleicht, um Sanktionen zu umgehen, wie der Iran oder plötzlich jetzt Russland sich auch sehr positiv äußert. Da würden jetzt vielleicht einige sagen, ja, das ist dann negativ, weil die USA dann vielleicht dagegen schießen könnte. Genau, aber grundsätzlich glaube ich, dass solche Sachen, selbst wenn dann jetzt ein Großland da versuchen würde, das zu verbieten, das nur noch kurzfristig vielleicht den Prozess verlangsamt, aber nicht langfristig aufhalten kann. Ausgerechnet in Europa gibt es ja Stimmen in dieser Hinsicht. Ja. Also die schwedische Finanzaufsicht würde Proof of Work gerne verbieten. Die ungarische Notenbank hat sich jetzt geäußert. Auch sehr interessant, auch in Russland gab es ja diesen Wunsch eine Woche später, 180 Grad Turnaround. Also offenbar sind auch Notenbanken und Regierungen sich nicht ganz einig, was sie eigentlich wollen. Ja, es ist sehr spannend auch zu beobachten, wie sich das entwickelt. Und ja, wer sich, also ich bin mir sicher, wer sich durchsetzen wird, aber ist schon natürlich spannend auch zu sehen, jetzt wie du sagst, Russland erst 2 Wochen vorher die Zentralbank, der Zentralbankchef sehr kritisch, das muss irgendwie verboten werden. Und ja, 2 Wochen später plötzlich eine 180-Grad-Wende der Regierung sagt, wir müssen das erlauben, wir müssen das nur regulieren und wir können es nicht verbieten. Ist wirklich sehr spannend zu beobachten und auch so Sachen, vielleicht die Bitcoiner schon sehr lange erzählt haben. Ja, es ist einfach schwierig, es zu verbieten und ist eigentlich besser mitzumachen, als quasi außen vor zu bleiben. Und gerade wenn man sich jetzt die EU anschaut, es sieht ja wieder leider so aus, dass da sehr viele negative Stimmen kommen. Und das wäre ein bisschen schade, wenn man sich da jetzt wieder ausschließen würde von diesem Innovationsbereich. Das ist das typische europäische Drama, leider Gottes, aber du als Volkswirt mit monetärer Ausrichtung, was ich besonders traurig finde, ist der Euro. Wie soll ich das am elegantesten ausdrücken? Der Euro ist für mich das, was unter den Fiat-Moneys noch am nächsten rankommt an Bitcoin, weil es tatsächlich
kein Finanzministerium gibt, das dem gegenübersteht. Also es ist jetzt nicht die Währung einer Nation. Das sollte theoretisch für Unabhängigkeit sorgen. In der Praxis werden halt dann alle über die Notenpresse finanziert. Aber das finde ich ein bisschen schade, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Wir werden sehen, ob sich das ändert. In der Türkei hat sich ja jetzt auch einiges bewegt. Und ja, lustigerweise, kurz nachdem der Präsident El Salvador dort auf Besuch war, ist plötzlich Erdogan auch ein bisschen softer, was Bitcoin betrifft. Aber gut, werden wir sehen. Aber zurück zum Preis, ja, und zur Frage, ob wir jetzt den Boden schon gesehen haben. Also würdest du jetzt als Analyst sagen, vor wenigen Wochen, als wir in Dollar bei ungefähr 33.000 gestanden sind, gibt es da Indikationen dafür, dass das der Boden war? Oder wie kann man sich das anschauen? Also gerade jetzt so in der aktuellen Situation finde ich das sehr schwierig einzuschätzen. Tendenziell würde ich schon sagen, das könnte der Boden gewesen sein. Allerdings sind wir ja gerade in einem Klima mit, wie ja schon angesprochen, der hohen Inflation und jetzt gerade auch die Federal Reserve Bank, wo keiner so wirklich jetzt weiß, was passiert tatsächlich, wenn im März die Zentralbank in den USA tatsächlich die Zinsen anhebt oder wenn die Inflationszahlen jetzt doch noch stärker steigen oder sie jetzt sagen, wir machen noch einen Emergency Rate Hike, also nochmal eine ungeplante Zinserhöhung. Die ist ja auch nicht völlig vom Tisch gerade. Und da weiß natürlich keiner, was so genau passieren wird. Aber ich sehe schon, dass so die 30.000 Dollar eine Marke ist, wo wir relativ stark sitzen. Oder wo ich mir vorstellen kann, ab einem gewissen Punkt sind auch so viele Leute, die wieder einsteigen wollen oder nachkaufen. Mhm. Und ja. Und da sieht es ja nicht, dass du Kollegen dann an der Uni hast, weil du bist ja dann doch irgendwie, du bist nicht nur in der Bitcoin-Bubble, nicht? Also kommen da nicht die anderen Studenten, Studentinnen und sagen, du spinnst doch, wir müssen der Staat muss dich kümmern, wir müssen ein Geld drucken, hier hast du nicht gesehen, MMT, ja? Also ich meine, ist ja auch faszinierend zu sehen, wie das ausgerechnet diese, sage ich jetzt mal, zwei radikalsten Konzepte eigentlich derzeit die meiste Traction bekommen. Einerseits Bitcoin, andererseits MMT, also Modern Monetary Theory oder Magic Money Tree auch genannt, ja. Ich finde das toll. Also gibt es diese Debatten an der Uni? Also aktuell ja sowieso nicht, weil wir alle eher tendenziell im Büro sind zu Hause. Es gibt keine Uni. Genau. Aber ich würde sagen, dieses MMT ist ja mehr Thema auch in den USA. Also nach meinem Empfinden ist das jetzt gar nicht so groß bei uns hier, zumindest in Deutschland angesiedelt. Da gibt es vielleicht ein paar Ökonomen, die das auch gut finden. Aber ich würde vermuten, dass ein Großteil der Ökonomen in Deutschland auch das eher kritisch betrachtet. Also auch diese immer fortwährende Intervention, Staatsanleihenkäufe, wo ich auch schon vor ein, zwei Jahren mal mit wem gesprochen habe, auch Ökonomen, die sich auch gefragt haben, ja, wann wird das denn jetzt endlich mal wieder zurückgefahren? Und ja, deshalb glaube ich gerade bei den Ökonomen in Deutschland, dass jetzt MMT, Monetary Theory, jetzt nicht so, dass nicht die meisten das unterstützen irgendwie oder zumindest nicht in großer Form. Die Deutschen spielen da echt noch eine Sonderform, ja. Lars Feld, mit dem den ich auch schon zweimal im Podcast hatte, in meinem letzten Job, ist jetzt Berater vom Finanzminister. Stimmt. Mal anklopfen, ob er über Bitcoin auch reden möchte. Mal sehen, was er dazu sagt. Das heißt, wenn wir jetzt quasi eine Abschlussrunde drehen, was sind für dich derzeit so die wichtigsten Dinge, auf die du achtest, was den Preis betrifft? Pickst du da am Tag 20 Stunden vor dem Bildschirm? Tradest du eigentlich aktiv? Ich persönlich eher nicht so. Für mich ist das eher einfach spannend, sich anzuschauen und versuchen zu erklären, wie sich der Preis bewegt, unter welchen Faktoren. Aber ich bin da jetzt keiner, der
wirklich aktiv da vor dem Bildschirm sitzt, 20 Stunden und irgendwie den Preis beobachtet und tradet. Sondern ich schaue mir das eher mittelfristig und fundamental an, was da passiert. Aber fundamental ist tatsächlich der letzte Abverkauf, wenn ich das richtig verstanden habe, auf der On-Chain anders dargestellt als beim Preis. Kannst du das ein bisschen erklären? Also ich würde so sagen, es gibt halt Zeiten, wo gerade das Fundamentale eine wichtige Rolle spielt für die Preisbildung. Und haben wir jetzt ja schon mehrfach angesprochen, die Unsicherheit einfach generell in den Märkten. Da ist aus meiner Sicht gerade diese Unsicherheit, die spielt eine viel größere Rolle als tatsächlich die fundamental positive Entwicklung im Netzwerk. Was aber jetzt nicht heißt, dass man sich fundamental nicht mehr anschauen sollte, weil das heißt ja zumindest, fundamental entwickelt sich positiv, Preis vielleicht so, naja, gerade nicht oder zumindest keine massiven Preisanstiege. Aber das heißt natürlich auch, wenn sich dann auf einmal die generelle Marktsituation wieder zum Positiven dreht und das Ganze dann auf die sehr positiven fundamentalen Entwicklungen trifft, dann kann man ja zumindest vermuten oder davon ausgehen, dass der Preis dann auch stark reagieren wird. Ja, und deshalb ist es immer aus meiner Sicht gut, sich die fundamentale Sache weiter anzugucken. Wenn das sich jetzt natürlich verschlechtern würde, ja, da müsste man da nochmal schauen, weil das wäre dann natürlich in der aktuellen Situation nicht so gut, aber es, genau, wir sehen halt, dass es sich ja eher verbessert und ja. Wenn die, das ist eigentlich sehr positiv, so gesehen, wenn sich fundamental immer noch sehr bullisch zeigt, aber der Preis runtergeht, bedeutet das ja tatsächlich eine Entkopplung von den Fundamental, also anders gesagt, Fundamentaldaten sind ja, wir nennen sie deswegen fundamental, weil sie langfristiger sind, nicht? Genau, ja. Ja, also auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung und da muss man sich einfach fragen, warum entwickelt sich der Preis dann nicht mit? Das können wir natürlich auch nur vermuten. Aber also so aus meiner Sicht scheint es gerade einfach so zu sein, dass gerade die, die so im Futures-Markt, die mit den Derivaten handeln, und die gerade halt einfach das als Hochrisiko-Asset sehen, einfach den Markt dominieren. Und wir sehen ja eigentlich, dass auch gerade Handelsvolumina relativ gering sind. Das heißt, das wird gerade von einem sehr kleinen, von einer sehr kleinen Gruppe einfach der Markt preislich dominiert. Weil Aha, das ist interessant. tendenziell einfach ja die große Nachfrage, die wir sonst so bei richtigen Bullruns auf das nächste All-Time-High sehen, im Moment nicht da ist. Genau, und da wird einfach auf geringem Volumen gerade der Preis von ein paar Teilnehmern vermutlich dominiert. Das heißt, was wir eigentlich sehen, ist quasi, Spekulanten werden ein bisschen aus dem Markt gespült. Leute, die kurzfristige Gewinne vielleicht verbucht hatten, haben sie realisiert, einfach ja, Chips vom Tisch genommen, weil eben die Angst ist, dass die Notenbanken die Zinsen anheben. Genau, so könnte man es übersetzen. Ja. Du glaubst aber, wir sind noch im Bullmarkt. Und du glaubst, dass der Bullmarkt sich verlängert. Würde das auch bedeuten, dass der Bärenmarkt, also die Phase der fallenden Preise, sich dann verkürzt? Tendenziell ja, also zumindest hat man das auch gesehen, jetzt wenn man sich die Halving Cycles anschaut. Wenn natürlich die Zeit bis zum nächsten All-Time-High, Höchstpunkt vom letzten Halving länger wird, dann ist halt auch der genau Bärenmarkt ein bisschen kürzer geworden. Kann man so sagen, ja. Gut, das können wir dann wirklich erst nachher beurteilen. Auch die Halvings sollten ja eigentlich in ihrer Wirkung abnehmen, oder? Wenn, ob ich jetzt alle 10 Minuten 3 oder 6 Bitcoin bekomme, macht jetzt nicht so einen großen Unterschied wie davor. Und es sind mehr Leute im Markt und andere, du hast Derivate erwähnt und andere Produkte. Also diese Halving-Cycles könnten theoretisch
ganz verschwinden. Ja, also das ist durchaus eine Möglichkeit und vielleicht sehen wir das ja auch gerade schon, dass das einfach an Gewicht abnimmt. Weil es ist ja nicht nur so, dass jetzt die neuen Bitcoin, die alle 10 Minuten entdeckt werden, sich alle 4 Jahre im Schnitt halbieren, sondern auch in Relation zu den existierenden Bitcoin wird das ja auch immer weniger, was neu auf den Markt kommt. Das heißt, das Gewicht an sich sollte auch, oder die Relevanz für die Preisbildung sollte auch immer weiter abnehmen. Ja, und zusätzlich sehen wir natürlich jetzt auch, dass die Stock-to-Flow-Ratio nimmt zu. Genau, die Stock-to-Flow nimmt zu. Ja. Und zusätzlich sehen wir jetzt auch immer mehr, dass die Miner sich an den Kapitalmärkten finanzieren können und deshalb auch nicht unbedingt ihre Bitcoin verkaufen müssen, direkt um Stromrechnungen etc. direkt bezahlen zu können. Das heißt, da selbst bei den neuen Coins, die gemined werden, sinkt natürlich der Verkaufsdruck, wenn die Miner selber nicht zu jedem Preis ihre Bitcoin verkaufen müssen, sondern entscheiden können, ich verkaufe jetzt nur in Phasen, wo der Preis hoch ist und vielleicht auch ein hohes Handelsvolumen ist, wo das dann geringeren Effekt hat auf den Preis. Sehr spannend. Es wird uns, und das ist eigentlich eine positive Aussage, gar nichts anderes übrig bleiben, als einfach in ein paar Monaten ein Update zu machen und zu schauen, wo wir gelandet sind nach der jetzigen Situation. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, wenn wir schon Stock-to-Flow erwähnt haben. Ist eigentlich das berühmte Stock-to-Flow-Modell von Plan B, dem Twitter-Analysten, ist das jetzt eigentlich schon invalidiert, ist das schon kaputt oder ist das noch intakt? Also aus meiner Sicht, erstmal generell zum Stock-to-Flow-Modell, während ich das auf der einen Seite ein interessantes Modell finde und das hat ja auch wirklich sicherlich auch das Narrativ von Bitcoin als digitales Gold sehr stark gefestigt oder zumindest auch mal so außerhalb der Bitcoin-Bubble so ein bisschen rausgebracht. Ist für mich halt die Frage, wenn man sich das Modell anschaut, aus statistischer Sicht schon, ist das jetzt wirklich so gut definiert? Und ja, tendenziell, also ich würde da nicht zu viel Gewicht auf dieses Modell persönlich setzen. Einfach allein, weil statistisch gesehen. Ja, ist ein bisschen ein Meme. Ist ein bisschen ein Meme. Jan, wenn man dich sucht, wo kann man dich finden? Auf Twitter vor allem. Schaut da einfach rein und da bin ich auch verlinkt auf meinen Medium-Account, wo ich regelmäßig Artikel poste. Wen es interessiert, da wird wahrscheinlich auch die nächsten Tage noch ein Artikel zur Einführung On-Chain-Analyse kommen. Das da einfach mal reinschauen und ja. Wunderbar, das ist einer dieser, ich kenne das, wenn wahrscheinlich die nächsten Tage ein Artikel fertig wird. Ja. aber ich hoffe, also bis diese Folge rauskommt, wird es sicher so sein, dann verlinken wir das in den Shownotes. Genau, ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich freue mich, wenn wir ein Update machen können in ein paar Wochen, Monaten vielleicht und mal schauen, wo der Preis steht. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und klar, sehr gerne. Es wird auf jeden Fall spannend die nächsten Wochen, Monate und dann können wir gerne nochmal ein Update machen und schauen, was sich so entwickelt hat in den letzten Wochen. Ja. Wunderbar, danke dir, Jan. Alles Gute, schönen Tag.